Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Jenny Siering und heute hörst du deinen Herzzeit-Podcast mit inspirierenden Interviews von tollen Herzmenschen, die über ihr Herzprojekt sprechen, dich mit auf ihre Herzensreise nehmen und natürlich auch über ihre Herausforderungen sprechen. Um nun da zu sein, wo sie jetzt gerade sind, lass dich inspirieren und heute mit der tollen Daniela Batista Dos Santos. Sie ist die Gründerin von The Circle of Wonder Woman und du wirst es merken, was sie für eine Wonder Woman ist. Sie hat Kraft, sie hat Mut, über ihre persönlichen Dinge zu sprechen. Sie strahlt über ihre Stimme. Und ja, ich bin einfach so dankbar, dass Daniela oder auch Dani meine erste Interviewpartnerin ist. Ich hätte mir keine bessere und verständnisvollere Partnerin für mich an meinem ersten Interviewtag wünschen können. Ihr selber werdet es einmal ganz kurz merken. Es gibt so, ja, zwischen Minute 15 und 30 hört ihr mich manchmal leider ein bisschen doppelt. Ich hoffe, es schreckt euch nicht davon ab, dieses tolle Interview mit Dani einfach weiterzuhören. Sie ist einfach so zauberhaft, also bitte bleibt dran. Nachher wird es auch wieder besser, dass ihr mich nicht doppelt hört. Ihr wisst, Technik muss man erstmal beherrschen und auch wir, die Podcaster, lernen immer mehr dazu. Also lass dich jetzt inspirieren und wenn du Lust hast, dann ja, schreib Dani auch gerne. Sie ist immer offen für neue Leute, die sie kennenlernen kann. Oder nimm mal bei ihren wundervollen Wonder Woman Circles mit dran teil. Lass dich jetzt inspirieren. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, heute interviewe ich die tolle Daniela Batista Dos Santos von The Circle of Wonder Woman. Dani, schön, dass du da bist. Ich freue mich mega. Du bist mein erster Interviewpartner und bitte stell dich erstmal vor. Oh, Jenny, so süß. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Das ist eine große Ehre für mich. Ja, ich bin Dani, hallo zusammen. Und ja, ich bin die Gründerin von The Circle of Wonder Woman. Und habe vor einem Jahr mit meinem Herzensprojekt angefangen, wo es darum geht, wirklich Frauen zu unterstützen, ihren authentischen Weg zu gehen und eben sie zu sein und ihre Wahrheit auszusprechen und ihre Träume zu erfüllen. Und da biete ich unterschiedliche Sachen an. Gehen wir bestimmt später nochmal drauf ein, wenn ich... Ja, doch, bestimmt. Also das wollen wir auf jeden Fall nochmal hören, wo man dich finden kann. Aber erstmal finde ich es einfach ganz, ganz schön zu hören, dass du halt einfach für die Frau da sein möchtest. Ja. Also, ich glaube, das ist auch, du hast ja schon gesagt, das ist so dein Herzensprojekt und darum geht es ja auch eigentlich beim Herzzeit-Podcast. Wie bist du zu diesem Herzensprojekt gekommen? Also das ist ja nicht einfach, du hast geschlafen, bist aufgewacht und hast gesagt, super, jetzt mache ich The Circle of Wonder Woman, sondern das ist ja bestimmt irgendwie auch entstanden. Und magst du da vielleicht einmal kurz ein bisschen was drüber erzählen? Total gerne. Ja, wie ist das entstanden? Also es war echt ein langer, langer Weg, so ein bisschen, ja, um mal... bisschen von mir zu erzählen. Bitte. Ich habe einen total crazy Lebenslauf eigentlich. Ich habe alles Mögliche schon in meinem Leben gemacht. Von einer Ausbildung, ganz klassischen, dann im Energiekonzern gearbeitet, dann aber gesagt, ach nee, das ist überhaupt nichts für mich, weil ich todunglücklich war und habe alles stehen und liegen lassen und bin nach Hamburg und habe angefangen zu studieren und habe da dann ganz viel gemacht. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, das war halt letztes Jahr, okay, war ich da und dachte mir, okay, das ist nichts für mich. Also es war wirklich so wie... Ja, was hast du studiert, wenn ich fragen darf? Also ich habe Medienkommunikation im Bachelor studiert und im Master Nachhaltigkeitsmarketing gemacht. Ja, cool. Was auch schön ist. Das sind gerade so das Thema Nachhaltigkeit ist toll, aber ich stand so da und dachte mir, das bin ich nicht. Ich will nicht im Unternehmen arbeiten. Ich will nicht dieses klassische von 8 bis 18 Uhr. Das hast du schon recht schnell gemerkt wahrscheinlich, dass du das nicht wolltest. Tatsächlich. Ich habe das eigentlich schon mit Anfang 20 gemerkt und habe mich trotzdem immer versucht, da so reinzuzwängen. Ne? Auch im Studium. Ich habe immer gearbeitet nebenbei und habe immer gemerkt, oh Gott, irgendwie...
Ich habe wirklich gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ne? Also, Ja, weil die anderen machen es ja irgendwie auch, deswegen musst du das ja eigentlich auch machen, ne? genau. Und ich war immer diejenige, die eben irgendwie ein Problem damit hatte und immer es nicht so lange ausgehalten hat. Und dann, als ich dann fertig war mit dem Studium und alle anderen sich beworben haben, war ich diejenige, die gesagt hat, nee, ich gehe 2 Monate nach Bali Okay, cool. und will erstmal einfach für mich sein, mal nicht arbeiten, was ich gar nicht mehr kannte. Ja, das ist auch bei so vielen, ne? Also, dass sie wirklich dieses, sie kennen es vom Außen und wollen oder denken sie, wir müssen immer tun, um irgendwie was zu sein, ne? Ja, und genau in diesem Machermodus war ich auch total extrem und ich gesagt habe, nee, ich habe wirklich auf Stopp gedrückt, gesagt, nee, ich möchte erstmal weg, auch von dem ganzen Umfeld, von allem einfach mal weg sein und nur mit mir sein. Und waren dann für 2 Monate weg und lustigerweise war es wirklich so, dass ich auf Bali auf Circus gestoßen bin. Also das gab es in Bali so eine ähnliche Form und ich bin so in Anführungsstrichen durch Zufall dahingegangen und wusste gar nicht, was mich erwartet und war total, ja, so, ja, fasziniert einfach, ja, wie das Kannst du das so ein bisschen beschreiben, was dich da so fasziniert hat? Also die Energie oder wie die Frauen miteinander wirken? Also was war das also, so? du musst dir vorstellen, das war im Yoga-Bahn, das ist wie ein Fitnessstudio für Yoga-Meditation. War letztes Jahr auch da. Ich weiß, man ist erstmal ein bisschen erschlagen von der Größe. Richtig. Und da gab es eben diese Circuits, und es war ein wunderschöner Raum, schön geschmückt. Und da kamen, glaube ich, über 20 Frauen zusammen, die einfach aus unterschiedlichen Ländern waren, was ich total faszinierend fand, die natürlich länger da waren oder zu, ne, als Tourist da waren. Und erstmal die unterschiedlichen Kulturen fand ich unglaublich schön. Ja. Unglaublich. Und Ja. dann hast du ein Thema, über das du wirklich mal offen sprichst. Ah, cool, ja. Und danach wird auch, also was spannend ist, danach wird es auch nicht kommentiert. Also du sagst, du sprichst deine Wahrheit, sage ich jetzt mal, aus. Deine jetzige Wahrheit, ja. Dann war es es auch. Ja. Und das fand ich zu dem Zeitpunkt für mich persönlich gut, weil ja, das erstmal eine unglaubliche Überwindung ist. Also mein erstes Thema war Sex. Also das war so. Geil, Das war cool. echt eine Herausforderung. Ich saß, Ja. das ist nicht dein Ernst. Es ist so komisch, dass das immer noch so ein großes Thema bei uns ist, ne? Also es ist bei mir auch so, wenn es dann irgendwie um Sexualität und Freiheit, Frau sein, ist es wirklich immer noch so ein bisschen, oh, darf ich da jetzt drüber sprechen? Genau. Es ist so verrückt. Und das war mein erstes Thema auch. Und es ist einfach diese, wie du, also tatsächlich auch Energie. Also es ist wie so eine Magie in der Luft, so diese Atmosphäre. Die Themen natürlich sind sehr intensiv, sehr, sehr, sehr herzenserwärmend, sage ich mal. Und ich glaube, das hat mich so fasziniert. Und natürlich auch die Geschichten der anderen zu hören, ne? Also was die anderen erlebt haben. Und dann, wenn du selber dran bist und anfängst zu sprechen, es ist so unglaublich, was manchmal rauskommt. Ne? Also Ja, es platzt auch manchmal so ein Knoten einfach, ne? Als wenn man das Gefühl, ich darf endlich mal die Wahrheit sagen über mich. Also ich darf sprechen, ohne nachzudenken, wie kommt es jetzt rüber, oder? ja, total. Und du schreibst ja auch vorher so ein paar Notizen auf. Du hast ja ein paar Notizen. Hi. Und ich schreibe da so, ne, alles so auf. Und ganz ehrlich, am Ende kam was ganz anderes raus. Ja, Was ja. ganz anderes, was mich also mehr belastet hat. Und Ja, das flasht einen total, ne? Wo man auch merkt, so krass, ich komme da selber eigentlich dran. Ich muss nur mal einfach ja, reden. und aus dem Herzen herausreden. Ich war so fasziniert einfach. Ja. Hast du Bali aus einem bestimmten Grund gewählt? Weil es ist ja gerade so, irgendwie geht ja jeder gerade nach Bali und ich habe auch den Traum, morgen nächstes Jahr wieder nach Bali zu gehen. War es irgendwie für dich so ein Ruf, dass du gesagt hast, es muss Bali sein Ich oder? habe das Gefühl, dass Bali mich gefunden hat. Also, mein erster Plan war eigentlich nach Südamerika zu gehen. Seit Kind will ich nach Brasilien. Und es gab aber niemand, mit dem ich zusammengehen konnte. Und
alleine hatte ich so das Gefühl, nee, das ist nicht richtig. Das ist irgendwie nicht, nein, das fühlt sich nicht gut an. Und Bali, also Bali war auch auf meiner Liste. Ich habe so eine wirklich so eine Reiseliste an so Orte, wo ich gerne hingehen möchte. Und Bali war tatsächlich so das Zweite, was auf meiner Liste stand. Das hat sich auch richtig angefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ja, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Dieses Thema Spiritualität, Thema Meditation, was für mich sehr, sehr wichtig ist, da reinzugehen und eben so einen Ort zu haben, wo man das Gefühl hat, Ruhe zu finden, aber auch mit sich, ja, zusammen zu sein, ja, auf eine ganz andere Art und sich neu auch kennenzulernen. Und ich hatte das Gefühl, dass Bali so ein Ort ist, wo ich einfach auch keine Angst haben muss. Ja, es ist auch wirklich so. Also, ich finde Bali auch mal, ich war jetzt auch letztes Jahr das erste Mal da und es ist ganz klar, ich will noch mal wieder zurück. Kann ich so. Aber es ist auf jeden Fall ja auch so, dass du immer mehr wieder auf dein Herz hörst oder auf dein Gefühl, ne? Also auch dieses, wenn du sagst, du hast deine Listen, wo du hingehen willst und wahrscheinlich kommen diese Orte irgendwann auch noch mal zu dir. Aber ich glaube, das, was du auch viel machst, ist so in Resonanz wirklich zu gehen. Was fühlt sich jetzt richtig für dich an und das nicht mehr zu ignorieren, wenn ich das richtig verstanden Also habe. ich bin ein sehr intuitiver Mensch und ein sehr feinfühliger Mensch. Das war tatsächlich Gott sei Dank immer schon so. Und immer mehr gehe ich da auch rein, ne? Also es war immer für mich immer so ein Konflikt zwischen Verstand und Herz. Und ich bin auch ein sehr vernünftiger Mensch zugleich. Das ist eine ganz, ganz verrückte Kombi. Und wo ich dann immer oft auf meinen Verstand gehört habe früher und aber gemerkt habe, dass mich das unfassbar unglücklich macht. Und jetzt hast du sozusagen auf Bali gesagt, so ich lass den Verstand mal aus und höre mal auf mein Herz und guck mal, was da Das ist kommt. tatsächlich so. Also ich hatte letztes Jahr einen Coach und mein Coach hat zu mir gesagt, Dani, wenn du jetzt nach Bali reist, lass deinen Verstand zu Hause und reise Hand in Hand mit deinem Herzen. Und es war Ach, so schön. ein Game Changer irgendwie auch. Also es war so ein Satz, den habe ich wirklich mitgenommen, den habe ich mir wirklich zu Herzen genommen und habe das versucht und es hat wirklich geklappt. Also die ersten Wochen war es wirklich schwierig für mich loszulassen auch, ne, aus diesem Machermodus rauszukommen. Und da habe ich mich schon dabei erwischt, wie ich so To-Do-Listen mache mit ich möchte dieses Buch lesen und ich möchte jetzt dahin und so, wo ich dann wirklich so Ja, der Kopf will beschäftigt so verrückt, sein. also so verrückt, wie man in diesen Prozessen drin ist. Und nach, ich glaube, 1,5 Wochen, spätestens 2 Wochen, habe ich das so extrem gemerkt und wo ich gesagt habe, stopp, Dani, nee, du lässt alles mal liegen. Du gehst jetzt einfach mal los, ohne irgendwas zu planen, schlenderst durch die Straßen, um einfach mal dieses Nichtstun wieder zu fühlen. Und so kam ich dann ja auch zu den tollsten Dingen, ja, wie die Circles zum Beispiel. Ja, dass ich gesagt habe, ach, ich kenne das nicht, das klingt irgendwie spannend, Circle, gehe ich da mal hin. Ja? Und das ist genau der Punkt, dass wenn man anfängt, so wirklich sich auch mehr zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass die Dinge zu dir kommen und nicht immer, dass du sie planen musst und dass du versuchst, Dinge zu kontrollieren, was sie sowieso nicht funktionieren. Ja, genau. Ja. Ja, und einfach dieses Herz einfach mal aufmachen und gucken, was kommt, ne? Einfach mal ziehen lassen. Und das ist das Coole, dass du gesagt hast, dafür muss einfach erstmal der Kopf aus, ne? Also dafür muss man einfach auch dieses Vertrauen haben zu sagen, ich höre jetzt einfach mal auf den Kopf nicht mehr, sondern jetzt kommt das Herz mal dran. Und das Herz zieht halt einfach ganz andere Sachen an. Das ist halt einfach so, Sollte ne? immer das Herz also an erster Stelle stehen. Und das ist, was Ja. immer mehr mir klar wird. Irgendwie weiß man es und irgendwie macht man es nicht, aber wenn man es dann wirklich mal durchzieht, dann wird einem klar, was es eigentlich bedeutet, wenn du anfängst, aus dem Herzen heraus Dinge zu entscheiden, auch wichtige Dinge zu entscheiden, wo viele sagen würden, oh Dani, das kannst du doch nicht machen. Das war ja bei mir auch so, als ich zurückgekommen bin aus Bali. Ich habe dann auf Bali mein eigenes Konzept gemacht eben. Ich da lebt und habe mir gedacht, okay, wie will ich das denn haben? Wie will ich das machen? Weil Ja, für mich super. war klar, ich möchte das mitnehmen nach Hamburg, ich möchte das machen. Und habe dann schon dort angefangen, mein Konzept zu schreiben. Und als ich zurückgekommen bin, hatte ich den eben schon. Und dann
klingen die Menschen an, ja, Dani, ne, jetzt fängt das Ernst des Lebens an. Und ich hasse solche Sätze. Ja, ich auch. Oh Gott. Auf Bali super entspannt, total in, wirklich im Kopf ganz, ganz anders. Und der erste Satz, dass du hörst, okay, na, jetzt bist du hier. Und dann meinte ich, ja, ich mache da. Aber wo ist meine Leichtigkeit? Die möchte ich behalten, ja, die möchte ich mitnehmen. Extrem lange behalten, bis heute noch, würde ich sagen. Ja, cool. Ja, hört man auf. Die solltest du dir auch beibehalten. So, und ich liebe dann halt auch solche Sätze zu sagen wie, naja, ich mache jetzt halt ein paar Circles. Ne? Ich liebe es dann auch, die Leute mal so zu, ach, so mental zu schütteln und aufzuwachen und zu sagen, Ernst des Lebens, was bedeutet das? Jetzt fängt das Leben erst überhaupt an für mich. Ja, jetzt fängt es an, jetzt kann ich das so gestalten, wie ich das will, ja, weil ich mich frei fühle und weil ich das Gefühl habe, das zu tun, was ich will. Und natürlich, das war total erstmal so ein, ah, was? Okay, jetzt hat sie, spätestens jetzt hat sie ihren Verstand verloren und was zum Teufel sind Circles? So. Genau. Und das war auf jeden Fall sehr lustig, jetzt auch im Nachhinein. Ich bin einfach so froh und das kann ich jedem, der hier zuhört, sagen. Ich bin so froh, ich könnte wirklich weinen, dass ich trotzdem den Mut hatte, wo ich so oft eingeschüchtert war und Angst hatte und dachte, boah, okay, jetzt hat mich angefunkt und irgendwie vielleicht ist es auch eine verrückte Idee, das zu machen. Ich bin so froh, dass ich trotzdem das gemacht habe, dass ich wirklich gesagt habe, nee, vielleicht bin ich auch naiv rangegangen, ich weiß es nicht, vielleicht hat mir das auch geholfen, aber ich habe es dann eben gemacht. Und ich bin... Ja, ich glaube, das ist halt so das Wichtige, es wirklich zu machen. Und diese Angst, was du auch gesagt hast, die kommt ja immer mal wieder. Also es ist bei mir ja auch so. Mal habe ich so einen Prozess, wo ich denke, es ist alles fein, es ist alles gut, wie es läuft. Und dann merke ich schon wieder, okay, es ist natürlich auch so eine finanzielle Sache, ne, die viele auch in dieser spirituellen Welt so ganz ausblenden. Man muss natürlich auch von irgendwas leben. Wir können ja auch nicht nur von Einhörnern, Luft und Liebe leben, sondern einfach, das ist für mich auch immer, wo ich merke, okay, das sind finanzielle Sachen meistens, die mich in die Angst bringen, weil halt alle um dich herum sozusagen sagen, ja, aber der Ernst des Lebens ist nun mal Geld zu verdienen. Ja, ist es auch. Beides, also aufs Herz zu hören und seine Wurzeln zu haben. Aber das ist genau der Punkt, dieses das Ernste, also das Geld als etwas Ernstes zu sehen, ist, glaube ich, schon, sage ich mal, das Problem, ne? Ja. Dass wir es als Problem sehen, Geld zu verdienen. Ich glaube, dass man da auch sein Mindset zu Geld ändern sollte, zu sagen, hey, das Geld kann auf eine sehr schöne Weise verdient werden. Geld kommt zu mir und ich kann es auch, sage ich mal, mit einer gewissen Leichtigkeit sehen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir alle wahrscheinlich haben. Ja, darauf, das hast du schön gesagt. Darauf zu vertrauen, weil wir denken immer, wir müssen etwas Ernstes tun oder etwas tun, was wir nicht mögen, um Geld zu verdienen. Aber mittlerweile glaube ich das einfach nicht mehr. Und das freut mich auch. Es hat auch lange gedauert, mich davon zu freuen. Ja. Aber das ist, glaube ich, da muss man rangehen, zu sagen, okay, klar, natürlich wollen wir auch Geld verdienen, nicht nur müssen, sondern wir möchten ja auch Geld. Ja, ist ja auch eine Wertschätzung einfach, ne? Ja, und dann zu überlegen. Eine andere Energie, die einfach fließt, deine Energie mit deinen Circles oder deinem Podcast oder alles, was du machst, und dann ist das die Energie halt. Ja. Und das ist es, um daran zu gehen und zu überlegen, okay, klar, ich möchte Geld verdienen, aber mit was möchte ich Geld verdienen? Und das auch als realistisch zu sehen und nicht gleich zu denken, oh nee, damit werde ich niemals Geld verdienen. So, ne? Also so auch ranzugehen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja. Ne? Weil es wird ja auch oft, das ist total interessant, dass du das sagst, ne? Thema Spiritualität, weil viele auch denken, ach ja, diese spirituellen Menschen, die da immer so positiv sind und immer irgendwie denken, alles, ne, so, alles ist Herzchen und Blümchen. Über den Boden. Genau, und das finde ich halt super wichtig, da zu sagen, ich bin auch selber ein spiritueller Mensch, aber ich glaube, dass wir alle in der, in Anführungsstrichen, Szene uns im Klaren sind, also, dass wir im Leben sind, ja, dass es nicht so ist, dass wir auch nicht schlechte Tage haben oder nicht Herausforderungen haben. Ne? Das ist super wichtig, also das zu sehen und dass jeder Mensch
da Herausforderungen hat. Nur es kommt halt drauf an, wie du das siehst, ne? Ob du siehst, dass es eine Chance ist zu wachsen oder ob du als Problem siehst. Ja, wunder, wunder, Das musste ich hier nochmal sagen, Jenny. Ja, Das bitte. ist ja auch Ja, wichtig, bitte. Sag, darüber zu reden. Hast du eigentlich noch Hast du andere? eigentlich noch andere? Also außer oder Oh Ende Gott, oder? Tausende bestimmt. Genau, also das Finanzielle natürlich immer. War immer ein Thema, auch seinen eigenen Wert zu sehen. Das ist eine Sache, die ich glaube, die erste Challenge, die ich hatte, meinen eigenen Wert zu erkennen, auch in meiner Arbeit. Also bei mir hat es tatsächlich so angefangen, ich habe die Circles dann angefangen und habe es kostenlos relativ lange, ja, also ja, schon relativ lange angeboten und meine Teilnehmerinnen, also wirklich ohne zu übertreiben, mussten mich so praktisch zwingen, mal anzufangen, Geld dafür zu Man nimmt so Geld bekommen. dafür. Man nimmt so Geld dafür. Genau, weil sie auch gemeint haben, Dani, das ist vollkommen in Ordnung, du kannst da Geld damit nehmen, ja, du schaffst hier einen Wert und das ist wirklich schön, was du hier machst und das ist wichtig. Und also da war ganz, ganz groß das Thema, meinen eigenen Wert zu Dir das sehen. am Anfang, war das am Anfang bei dir auch so, dass du gedacht hast, boah, das fühlt sich alles so gut Ja, an, das ist leicht, da kann richtig. ich überhaupt gar kein Geld Richtig, genau verdienen? das ist es nämlich. Genau das ist das, was viele haben, wenn sie etwas aus Herzen machen, dass sie denken, naja, ich würde das so oder so ja machen. Oh Gott, warum soll ich damit Geld verdienen? Ne? Und das war im Grunde bei mir auch so, dass ich dachte, ich kann doch dafür nicht Geld verdienen. Ich bin einfach ich und bringe die Das macht mir Menschen zusammen. Spaß Genau, ich und bin das ich macht und mir ich, ne, weil ich bin ja, das Lustige ist, so wie ich in meiner Arbeit bin, mit wie ich den Frauen unterstütze, so war ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang mit meinen Leuten, mit meinen Freundinnen. Ich war immer der Mensch, der versucht hat, das Gute in dem Leben anderer zu sehen und die Potenziale zu sehen und eben größenwahnsinnig zu denken, ja, zu denken so, hey, das ist möglich und versuch das doch mal und guck, was passiert. Und das bin wirklich ich und ich war schon immer so. Und das bringe ich natürlich auch in meine Arbeit rein. Und für mich ist es halt selbstverständlich, so zu sein. Und deswegen Ja, ist das ist so es. selbstverständlich, dass man irgendwie denkt, am Monatsende, da hat irgendwie im Büro war es schwer, da kriege ich Genau, Geld, das ist genau. okay, aber fürs Leichte. Ja, und das ist genau das. Also da war es am Anfang auf jeden Fall eine große Herausforderung. Manchmal ertappe ich mich immer noch, wie ich das denke, und da muss ich ein bisschen schmunzeln. Aber ich glaube, dass so, wenn man sich eh selbstständig macht, seinen Wert zu sehen, das ist sehr, sehr wichtig, auch von vornherein das Thema anzunehmen und auch zu überlegen, okay, was mache ich da, und einem klar zu werden, was man für einen Mehrwert auch schafft. Ich glaube, das kann ich wirklich jedem raten, wenn jemand hier zuhört und vielleicht wirklich Ich mit hoffe, dir dass irgendwie. ich jetzt Genau, zuhöre. also der halt, ne, so das Thema vielleicht auch in Angriff nehmen will oder vielleicht seit Jahren das Thema im Kopf hat und sagt, eigentlich möchte ich das machen und eigentlich möchte ich mein eigenes Baby haben, aber ich habe solche Angst davor und ne, kann ich wirklich nur raten, es zu tun Hast du erstes auch Mal. Angst davor, wie Die andere anderen Leute Leute dich dich so so sehen? sehen. Gute Frage. Teils, teils, lustigerweise. Also, also ich bin ja in meinem Podcast, also im speziellen Podcast, ja sehr persönlich zum Teil. Ich erzähle ja ganz viele Geschichten von mir. Und irgendwie da habe ich keine Angst, lustigerweise. Ich habe da keine Angst, dass irgendwie, dass ich jetzt so viel preisgegeben habe oder dass jemand das jetzt gegen mich verwendet. Irgendwie bin ich da voll im Vertrauen und ich habe so das Gefühl, dass es unfassbar wichtig ist, dass ich das tue. Dass Ja, es unfassbar das ist wichtig auch, das ist, auch. dass ich eben so bin, wie ich bin. Ich bin halt ein sehr ehrlicher Typ, ein sehr. Ach, ich kann es dir gar nicht erklären. Ich erzähle einfach die Geschichten, weil ich so hoffe, dass es anderen Frauen hilft, schon durch die Geschichte zu hören und wie ich aus diesen Sachen rausgekommen bin, wie zum Beispiel das Thema Liebeskummer, das ich ganz, ganz lange hatte, über 10 Jahre. Und Wie lange? 10 Jahre tatsächlich, oder fast zehn Wow. Jahre. Und das war so eine sehr, sehr wichtige Geschichte in meinem Leben, über die ich zum Beispiel spreche. Und es ist unglaublich, weil dann Frauen mir mailen und sagen, hey Dani, ich habe dasselbe. Und das ist so verrückt für mich und ich bin so dankbar,
dass ich auch so ehrlich bin und dass ich das irgendwie mache, ohne da große Angst zu haben, weil ich sehe, wie wichtig das ist auch, über so vielleicht auch Tabuthemen zu sprechen, ja, so wie Trauer, Liebeskummer, das sind so Themen manchmal, wo man so gar nicht so richtig, ach, weiß ich nicht, darüber spricht. Und ja, und ansonsten, was ich glaube ich unangenehm finde tatsächlich, ist dieses in eine Schublade gesteckt zu werden. Ich würde nämlich von mir selbst sagen, dass ich gar nicht in irgendeine Schublade reinpasse. Und das finde ich dann immer spannend, wenn Leute mich in irgendeine Ecke, ne, okay, also wenn du da Circuits machst, dann musst du spirituell sein. Wenn du Meditation machst, musst du, also ich finde es spannend, weil ich würde mich einfach in keiner Schublade stecken. Und das ist so eine Sache, wo es mir manchmal unangenehm ist, wo ich denke so, ah, Man irgendwie. erfindet sich ja auch immer wieder Ja, neu. total. Und ich meine, diese Schubladen, das ist nur, finde ich, für unser Verstand, der einfach nicht versteht, wenn etwas Neues erschaffen wird in der Welt und irgendwie sucht oder ja, versucht, das so logisch wie möglich zu erklären. Aber ich finde, manchmal gibt es Dinge, die es nicht zu erklären gibt, sondern die man einfach fühlt und die einfach da sind. Und gut, es ist natürlich sehr menschlich, das zu tun. Ne? Aber das finde ich zum Beispiel so, also, oh, lass doch die Menschen so sein und versuch nicht etwas zu definieren, was du gar nicht musst. So. Ja. Ja, schön. Ja, schön. Ja. Und dann Und hast dann du aus warst du aus Bali Bali zurück, zurück, hast hast sozusagen deinen sozusagen deine Circle Circle gebildet. gebildet. In meiner Einzimmerwohnung, Jenny, kannst du dir das vorstellen? Oh. Immer noch deine Ich habe Einzimmerwohnung. tatsächlich immer noch meine wundervolle Einzimmerwohnung, aber wir machen es nicht mehr hier, sondern wir haben Wir machen Wie dir das machst du denn das denn jetzt? jetzt? Ich bin, also seit diesem Jahr suchen wir da immer so spezielle Locations. Also ich versuche da, also ich sage immer so Magic Location, wie zum Beispiel so einen Zirkuswagen haben wir, eine ganz tolle Holzhütte, ein Schlummerfass, total verrückt. Am Wassersteg. Also ich suche dann immer so ganz spezielle Dinge, weil ich finde, das passt so gut dazu, weil ich einfach diese Atmosphäre auch schaffen möchte. Genau, und das sind so Ja, ich der. glaube, das ist uns Frauen auch so in die Wiege gelegt, ne? So diese Atmosphäre, das Glaube, das ist schön zu typisch Frau. machen. Total, ja. Und ich selber, ich liebe einfach solche Sachen, auch so Detailsachen. Und genau, und da sind wir. Also das ist so, ja. Wo ich mittlerweile in Hamburg ein paar habe und wo wir zusammenarbeiten und bin aber auch immer auf der Suche. Also bin auch ein großer Fan vom Baumhaus. Also ich weiß, es gibt in Hamburg Baumhaus, der immer ausgebucht ist. Da will ich auch noch rankommen oder ein Hausboot. Also so Sachen, ne? Das sind Ja, so dann noch so ganz Locations. besonders, ne? Ja. Ja, genau. Ach, Ja. schön. Genau. Ja, aber genau. Also letztes Jahr war es tatsächlich noch in meiner Einzimmerwohnung, wo ich Menschen eingeladen habe, die ich nicht kannte, wo auch viele gesagt haben, Dani, das kannst du doch nicht machen in einem privaten Bereich, wo man alles sieht, ne? Wo das Wohnzimmer und Schlafzimmer derselbe Ort ist. Und ich weiß nicht, vielleicht war ich naiv, aber ich habe einfach, also ich weiß du, Jenny, ich glaube, dass wenn du Menschen Vertrauen entgegenbringst, kriegst du Vertrauen automatisch zurück. Ich glaube total daran. Und das war auch wirklich so. Ich weiß gar nicht, wie viele Circuits wir hier gemacht haben, aber ich denke mal, also fünf bestimmt, ungefähr fünf, sechs, ich weiß es nicht, aber es ist nie irgendwas passiert. Ganz im Gegenteil, die waren unglaublich schön. Und das. Ja, ich glaube, diese Angst, die anderen Leute dann auch haben, ist halt einfach, weil sie nicht ins Vertrauen gehen. Richtig, ja. Und ich habe das auch, ich habe am Anfang immer im Wohnzimmer bei Aha, mir meine Reiki-Session sehr cool, gehalten sehr cool. und habe dann auch immer gedacht, ja, für mich ist das völlig okay. Und auch jetzt, wenn manchmal Männer zu mir kommen und sich massieren lassen, sage ich immer, nur die Leute, die wirklich gut zu mir sind. Also ich bin Richtig. gut zu denen und die werden gut zu mir sein. Und Ja. was anderes ziehe ich gar nicht an. Ja, voll schön. Und ich glaube, ja, und das ist es nämlich. Man zieht das an. Und das fängt einfach mit Vertrauen an, dass du eben darauf vertraust, dass die richtigen Menschen zu dir kommen. Das ist genau das. Und das passiert bei dir, und das passiert eben auch in den Circles, dass auch die richtigen Frauen zur selben Zeit im selben Circle sind. Ne? Das ja Und auch. zum richtigen Thema, Richtig, zum richtigen ne? Thema. Also, das war so, ich habe am Anfang tatsächlich nie das Thema preisgegeben. Aber es ist ein bisschen schwer, weil.
man merkt doch, wie viele Menschen da nicht genug Vertrauen haben, dass sie zum richtigen Thema da sind. Also ist mittlerweile, sage ich auch, okay. Gerade den noch. Genau, das kriegen wir auch noch hin. Aber mittlerweile weiß man die Themen, aber am Anfang eben nicht. Und es war immer so. Die kamen immer zum richtigen Thema. Immer, immer, immer. Ja, Du und sag mal, die Mädels, die dann zu dir, oder sind meistens Frauen natürlich, oder sind ja. auch manchmal Männer bei dir? Also ich habe tatsächlich mich auf Frauen spezialisiert. Ich werde von vielen, oder von, was heißt von vielen, aber es gab doch schon mal die Anfragen von Männern, die gesagt haben, Dani, warum machst du das nicht für Männer? Und ich habe da eine Theorie, die immer wieder, wo viele sagen, nee, das stimmt nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass Männer sich nur unter Männer öffnen. Das ist meine Glaube ich Theorie. Viele sagen, auch. nee, das stimmt nicht, aber ich bin eigentlich fast zu 100% davon überzeugt und ich glaube, dass Frauen unter Frauen sich besser öffnen. Ein ganz Sie banales, öffnen sich halt anders einfach. anders, genau, weil ein banales Beispiel, da braucht ja nur jemand im Circle zu sein, den du attraktiv findest, ja, oder Ja. der irgendwie dich, also dann hört es ja schon auf. Und schon Und bist du anders, ne? genau. Handelst anders, redest anders. Richtig. Und deswegen, ich glaube, dass auf jeden Fall man da die Geschlechter trennen sollte in den Circles. Und ich natürlich als Frau dann für Frauen das mache. Und was ich sagen muss, so blöd es klingt, aber Frauen liegen mir auch unfassbar am Herzen, weil ich finde, dass wir Frauen uns viel zu klein machen. Männer sind da und da können wir uns echt manchmal eine Scheibe abschneiden. Die sind, auch wenn natürlich, die haben ihre Themen, ne? Aber die gehen trotzdem an die Sache anders ran und wir machen uns kleiner, als wir sind. Und das habe ich immer auch in meinem Leben gesehen und die Menschen, die ich begegnet bin, das hat mir immer unfassbar wehgetan. Wundervolle Frauen von innen und außen, die gesagt haben, ja, ich bin nicht schön und ich habe keine Talente. Und ich glaube, das ist das, was mich auch so geprägt hat, solche Frauen zu treffen und eben jetzt die Arbeit so auch zu tun und zu sagen, hey, doch, und eben auch deswegen auch Wonder Woman, ne? Das, weil ich wirklich davon überzeugt bin, Jenny, dass in uns allen, aber wirklich in uns allen eben eine Wonder Woman steckt, ja? Wir sie aber nicht rauslassen, ja? Weil wir nicht an sie glauben oder uns jemand irgendwann in unserem Leben gesagt hat, dass du nicht diese Superheldin sein kannst, wie auch immer. Und ich Und möchte, wir manchmal auch Angst haben vor unserer eigenen Stärke, richtig, ne? richtig. Und ich möchte Ja. diese Superhelden eben herauskitzeln, ja, und einem Raum geben und eine Stimme geben. Ach, wie schön. Ja, ach, ich muss bald auch mal mit dir Oh ja, du vorbeikommen. bist herzlich eingeladen. Immer, immer, Danke. immer. Ich will meine Wonder Woman auch noch mal ein bisschen Sehr gut, stärken. ja, sehr. Hast du eigentlich eine Wonder Woman, die du so in deinem Kopf hast, so von früher, ich weiß nicht, Fernsehsendung oder? Tatsächlich nicht, weil ich habe mittlerweile, und jetzt wirst du dich totlachen, seit letztem Jahr habe ich ein Wonder Woman Kostüm. Und das. Ich habe tatsächlich, also ich habe das bis jetzt einmal angezogen und zwar zur Premiere zum Wonder Woman Film habe ich das angezogen. Und Ah, ich werde es geil, wahrscheinlich auch zu Halloween anziehen, also mal schauen. Und das hängt an meinem Spiegel und das erinnert mich immer wieder daran, für was ich losgehe. Und wenn ich an Wonder Woman denke, denke ich tatsächlich immer an dieses Kostüm. Mittlerweile, weil es so mein Symbol geworden ist, ja. aber ich habe immer so zwei, weiß nicht, ob man kennst, Shira. Also von He-Man, die Schwester, weiß ich nicht. Oh, nee, sagt mir tatsächlich nichts. Nee, das ist so meine Wonder Woman. Ah. Da sehe ich mich irgendwie drin. Ja, voll schön. Ich glaube, also so, oh, gute Frage, ich muss echt. Banales, ich will es gar nicht aussprechen, weil es vielleicht so peinlich ist. Aber wer immer wirklich meine Wonder Woman war, ich bin halt, Jenny, ich muss mich outen, ich bin ein großer Sex in the City Fan. Ja, Großer, ich auch. wirklich, also es ist richtig schlimm. Wir leben hier auf der Welt, Ist so schlimm. Ich war auch in New York vor 7 Jahren und habe die Sex in the City Tour gemacht und alles. Ja, Also TV. total crazy. Und Carrie war wirklich immer meine Wonder Woman. Also Carrie ist Ja. so,
Und sie, es Ja, ist, die Frau. also dieses ganze natürlich Fashion-Ding und so bin ich jetzt nicht, ja, aber diese Geschichte, diese Verletzlichkeit dahinter, ich sehe mich da so drin, auch mit ihren Liebesgeschichten und darüber zu schreiben, ich bin genauso, ich bin genauso. Und ich glaube, das ist so meine Heldin jahrelang gewesen und bis heute vielleicht auch noch, die irgendwie, ja, die mich da immer so geprägt hat, wahrscheinlich, die Carrie, ja. Richtig. Die Die Carrie, ja. Carrie. Oh, es ist Carrie. Cool. Ja. Und sag mal, dein Liebeskummer hast du jetzt überwunden oder ist das noch immer so eine Herausforderung, wo du auch merkst, okay, da gehst du noch in die Arbeit, da kannst du aber auch noch an dich arbeiten und auch die anderen Frauen einfach was weitergeben? Ich glaube, mein Liebeskummer habe ich in dem Moment geheilt, indem ich es mit meinen Mädels geteilt habe, mit meinen Teilnehmerinnen in meiner Arbeit. Also das ist so verrückt eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, weil ich dachte, Was ich habe eigentlich so einfach ist, ne? Genau, und ich dachte, also vielleicht muss ich so ein bisschen kurz ausholen, Jenny, und eine kleine Gerne. Geschichte dazu erzählen. Wo fange ich an? Oh wow. Ich muss erst aufpassen, dass ich nicht anfange zu weinen hier live. Ja, komm, darfst du Da auch. darf Das ist ich, ein ne? Bei Herz sein. Herz-Podcast. Du kannst auch Ah. weinen. Herzzeit hier. Also, diese Geschichte begleitet mich, seit ich 18 bin. Und das war so die erste Liebe meines Lebens. Und wir waren bei, oder ja, war eine sehr, sehr wichtige Verbindung zu einem Menschen. Aber wir haben es trotzdem nie geschafft. So, Dani und ich, wir waren eben unterbrochen. Wir haben schon kurz gedacht, ob wir die Geschichte nicht erzählen dürfen, weil die Energien, glaube ich, gegen uns waren. Aber wir haben uns entschieden, Dani erzählt ihre Geschichte. Natürlich, damit du davon auch ein bisschen was haben kannst. Dani, deine Ja, Liebesgeschichte. ich lege los, Jenny. Ja. Ja, wo soll ich anfangen? Ich versuche mal 10 Jahre zu verpacken in kurzer Form. Also, ich habe meine erste große Liebe mit 18 kennengelernt. Und es war von vornherein ein sehr intensives Gefühl. Es war so, als würde ich diesen Menschen seit 100 Jahren kennen. Und wahrscheinlich, ganz ehrlich, und wahrscheinlich waren wir in einem anderen Leben zusammen oder hatten schon da eine intensive Beziehung. Und es war aber leider so, dass wir, ich weiß nicht, ob wir zu jung waren, es hat nicht so richtig geklappt zwischen uns. Wir waren mit ganz vielen Ängsten, glaube ich, verbunden. Ich glaube, wir hatten immer Angst, uns zu verlieren. Also es war ganz, ganz intensiv und wir konnten nicht so richtig damit umgehen. Und es passierte tatsächlich, dass ich auch dadurch krank wurde. Also ich habe Panikanfälle gekriegt, habe auch wirklich unter einer Depression gelitten, bin dann zum Therapeuten wegen diesem Mann, weil ich ihn nicht verlieren wollte und ich wollte, dass diese Beziehung klappt. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir uns tatsächlich getrennt hatten. Wir waren damals ungefähr 2,5, 3 Jahre, glaube ich, zusammen. Und ich bin eigentlich geflohen, muss man auch sagen. Ich bin wirklich geflohen auch. Weil es dir halt auch gesundheitlich nicht gut ging. Genau. Und ich hab seine Nähe so gespürt. Das war so verrückt. Ich habe wirklich diese Nähe gespürt zu diesem Menschen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich nach Hamburg bin. Also einer der Gründe. Wo ich gesagt habe, ich muss hier raus. Ich ertrage das wirklich vom Gefühl her nicht. Und dann vergingen Jahre und Jahre und wir hatten dann auch keinen Kontakt. Und wir waren beide in Beziehungen und alles. Und nach 2 Jahren, glaube ich, ungefähr muss es gewesen sein, ist dieser Mensch wieder in meinem Leben gekommen. Also wir haben wirklich dann den Kontakt wieder gehabt und haben gemerkt, dass es uns beiden so ging, dass wir im Grunde Beziehungen hatten, aber so richtig, ja, das Herz war eben schon vergeben, ne? Also es war schon jemand da und der hatte mein Herz und hat es einfach bis zum damaligen Zeitpunkt immer noch. Und wir haben uns beide so gefühlt, total verrückt. Es war wie so ein Hollywood-Film, so ein bisschen. Und wir sind dann tatsächlich wieder zusammengekommen. Also wir haben wirklich
zueinander wieder gefunden. Dran gearbeitet an euch. Versucht, ja, aber trotzdem waren die Muster da von früher und Auch dann die gerade Ängste. die Ängste, das war ein großes Hin und Her, weil ich natürlich auch dann fern weg war von der Heimat. Und es war ein ganz Hin und Her on-off, bis ich dann tatsächlich auch nach Stuttgart bin und endlich auch, sage ich mal, wir zusammen waren, auch am selben Ort und erwachsen waren und nichts uns im Wege stand und es trotzdem nicht funktioniert hat. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich dann mittlerweile war. Ich muss dann 25, 26, ja, 25 gewesen sein. Und ja, und stand wieder da und mir ging es wieder gesundheitlich nicht gut. Es war wirklich wie, als wäre ich 18 noch. Und da habe ich dann einen Cut gemacht und gesagt, nee, das geht nicht, das funktioniert nicht, das ist, das, ja, es, Du musst wieder zu dir ja, es finden, ne? macht mich krank, verrückterweise. Und dann bin ich wieder gegangen und ich stand dann da, weißt du, das ist so verrückt. Ich stand da und hatte in meinem Leben so viel gelernt, so viel über mich, in allen Bereichen, aber in der Liebe war ich immer noch dieses 18-jährige Mädchen. Immer noch. Nach so vielen Jahren. Und ich wollte einfach nicht mehr so leiden unter diesem Mensch. Obwohl, er hat nichts gemacht, ja. Also Nee, er hat ich weiß. Er ist wahrscheinlich auch ein ganz, ganz toller Mensch. mindestens So, genauso ja. viel gelitten. Es ist unfassbar. Und wenn nicht sogar mehr. Und ich stand da und dachte mir, ich möchte diese Melancholie in der Liebe, diesen Schmerz nicht mehr haben, weil ich dann wirklich manchmal auch gar nicht mehr mit meinen Freunden darüber geredet habe. Ich bin so lange, ich habe mich angefangen zu schämen, darüber zu reden. Und Ah, ich fühle da so rein, ich hatte auch so eine ja, Beziehung. oh Gott. Stand da und Kann irgendwann ich voll dachte ich so, verstehen. und für mich war es okay, ich muss anfangen, diese Geschichte zu verarbeiten. Ich muss, wirklich müssen, muss anfangen, um endlich mal meinen Frieden zu finden. Ich muss anfangen, das zu verarbeiten. Und dann habe ich tatsächlich einfach angefangen zu schreiben, etwas, was ich früher nie gemacht habe, und habe für mich so einen anonymen Blog errichtet. Habe es Philippa genannt, weil Philippa soll meine erste Tochter heißen. Ach, wie schön. Ihr war das gewidmet, weil meine Liebesgeschichten führen ja dann irgendwann mal zu ihr. Und Oh, soll wie schön, ich krieg das Gänsehaut. ist auch für sie. Es ist wirklich, soll für sie sein. Die ganzen Männer, weil ich hatte dann ja auch Beziehungen, die eben wegen diesem einen Mann gescheitert sind. Ja, wundervoll. Ich hatte wundervolle Männer in meinem Leben, die ich wehgetan habe, weil ich nicht fähig war, sie so zu lieben, wie ich meine erste Beziehung geliebt habe. Und diese Männer haben mich aber zu dem gemacht, was ich bin. Jeder Einzelne. Und Philippa ist irgendwann mal eigentlich das Ergebnis. Und ich habe einfach angefangen, darüber zu schreiben, unter diesem Pseudonym Philippa, und habe es dann mit der Zeit mit meinen Freunden geteilt, weil ich wollte, dass sie wissen, was in mir vorgeht. Weil ich nicht fähig war, das anders zu sagen, und habe angefangen, darüber zu schreiben. Und habe tatsächlich in diesem Schmerz etwas entdeckt, was ich vorher nicht kannte, und das war das Schreiben. Und ich bin tatsächlich wirklich aus Herzen jemand, der halt eben schreibt, und habe dann angefangen, durch diese Sache wirklich für ein Magazin zu schreiben. Ich habe Ach, wie angefangen, schön. wirklich zu schreiben, weil ich gemerkt habe, das ist mein Ding, das bin ich. Und mein Blog ist eigentlich, sage ich mal, die Essenz für meine heutige Arbeit, ja, weil das führt alles zu dem, dass ich eben durch diese Geschichten, die mir passiert sind, das ist natürlich nur ein Bereich, sage ich mal, im Leben, das Thema Liebe, aber es ist für mich ein unfassbar wichtiger Bereich, gebe ich weiter. Ja, das geht im Podcast weiter, in der Arbeit, und Ach, habe wie schön. aus meinem Schmerz etwas Schönes kreiert. Und das war für mich die Heilung, dieses aus etwas Schönem zu kreieren. Und in meinem ersten Vortrag, den ich dieses Jahr gehalten habe, habe ich über das Thema gesprochen. Und das war so eine Überwindung für mich, vor Glaube ich. Leuten, die vor mir stehen, über diese Geschichte zu sprechen. Aber ich habe gemerkt, dass
genau dieses Jahr auch. Also so verrückt, weil ich dachte, na, die Geschichte, na, das ist, ich bin fein damit und alles super. Aber ich habe gemerkt, dass ich erst dieses Jahr wirklich in Anführungsstrichen, indem ich Ja, eben darüber sprechen darüber kannst, spreche. ohne gleich vielleicht in einer Dauerschleife zum Weinen zu gehen, ne? Richtig. Und eben Ja. auch sehe, dass ich andere Frauen mit ähnlichen Geschichten unterstütze. Das ist das Ja, total. größte Geschenk, das es überhaupt geben kann, wenn Frauen zu mir sagen, ich dachte, ich bin die Einzige, die sowas hat. Ich habe eine Ja. Frau. Und es ist so, ich hatte letztens eine Frau, das war, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, das hat mich so mitgenommen. Eine Freundin und ich, meine liebe Jessie und ich, haben im Sommer an der Außenalster Yoga-Meditation angeboten, auf Spendenbasis. Und mittlerweile schreibe ich meine, also ich unterrichte auch Meditation und schreibe die mittlerweile selbst. Und ich habe eine zum Thema Loslassen geschrieben. Genau, eigentlich wegen der Geschichte, weil ich eben ein Mensch bin, der sehr schlecht loslassen Ja. kann. Und Wochen später, hat mir eine Teilnehmerin geschrieben, dass sie da war und gesagt, danke, Dani, für diese Meditation, weil durch deine Meditation habe ich es endlich geschafft, meine On-Off-Beziehung, die seit 9 Jahren geht, loszulassen und wirklich dann Cut zu machen. Das war für mich Das ist das das, größte Geschenk, ja, ne, was man bekommen kann, ne? genau, weil ich wünschte mir, ich hätte sowas gehabt. Ich wünschte mir, ich hätte das vor Jahren gehabt. Menschen oder Programme, Angebote, ja, die mir dabei geholfen haben, hätten. Deswegen ist für mich wirklich, boah, das geht so tief ins Herz, wenn ich sowas höre, weil ich denke, ja, genau deswegen mache ich es. Genau. Genau deswegen machen wir diese ganze Arbeit, ne? Um diese, ich auch wenn ich diese E-Mails bekomme oder wenn man merkt, man kann irgendwas erreichen zusammen. Also es ist ja oft auch einfach dieses Spiegeln und auch dieses, ich bin genauso verletzlich wie du und ich bin genauso wie du. Ich glaube, das lässt andere Leute einfach so, ja, aufhorchen. Total, Ja. total. Und Thema Verletzlichkeit ist halt mein Lieblingsthema, weil ich in der Verletzlichkeit das Schöne zu entdecken, ich glaube, das ist das Tollste, was wir machen können. Und somit hast du ja auch in so einer dunklen Zeit eigentlich das meiste gelernt. Ja, also Ja. mittlerweile, ich bin so dankbar für diese Geschichte, das ist weil es ist so ein wichtiger Teil von mir und ich wäre niemals der Mensch, der ich jetzt bin, wenn das nicht gewesen wäre, wenn dieser Mensch nicht in meinem Leben gekommen wäre. Und ich bin ihm so dankbar und weiß, Ja, dass er mir echt. geschickt wurde aus einem bestimmten Ja. Grund. Und jetzt verstehe ich auch, wieso er da war. Und er ist ein großartiger Mensch und er hat mir ganz, ganz viel gelehrt, auch wenn viel Schmerz dabei war. Und ich weiß, dass es wichtig war und dass es im Grunde meine Mission ist, genau solche Geschichten im Leben anderer irgendwie zu unterstützen und da ja ein bisschen Liebe reinzubringen. Ja. Oh, danke, Dani, fürs Sehr Teilen. gerne. Sehr gerne. Echt. Also ich glaube, das ist genau das, was ich mit dem Podcast auch machen will. Wirklich Ehrlichkeitsgeschichten, Sachen, die mit Resonanz für die Hörer einfach da sind. Ich glaube, das ist halt so wichtig. Wir sind oft unehrlich oder erzählen nicht unsere ganze Geschichte. Und danke, dass du das Sehr gerne geteilt hast. und wirklich, auch wenn ihr hier zuhört, ich hoffe einfach sehr, dass ihr was daraus ziehen könnt und ich weiß, es ist immer schwer zu sagen, aus einer sehr schmerzhaften Geschichte etwas Gutes zu sehen. Ich weiß, dass es echt nicht immer ohne ist, auch wenn Menschen uns verlassen und ne, ob sie, ne, auch zum Thema Tod und also hatte ich auch und ich weiß, es ist wirklich schwer, versuchen, da was Schönes zu sehen, aber es gibt was, es gibt, es hat immer einen Grund, alles hat einen Grund. Und das zu erkennen, ich glaube, das ist die Heilung. Zu erkennen, warum es da ist, war und was Schönes daraus zu machen mit Sinn. Ich glaube, das ist das Geheimnis eigentlich. Ja, und alles als Aufgabe sehen und als Lernprozess, ne? Dass wir immer mehr zu uns kommen. Ach, wie schön.
Ach ja. Du, Wollte jetzt nicht lege ich etwa doch ein. abstellen, So, jetzt lachen wir wieder mal ein bisschen. Jetzt tanzen wir das Leben wieder. Du, Dani, wo können die Leute dich finden? Also ich verlinke das ja auch alles in den Shownotes, aber erzähl doch selber mal, was können die Leute bei dir erleben? Du machst ja ganz viel Meditation, die Circles, die Leute können aber auch persönlich zu dir kommen. Erzähl doch mal. Genau, also sage ich mal, der Grundstein sind tatsächlich die Circles, die jeden Monat stattfinden in Hamburg. Erstmal in Hamburg, wir wollen nächstes Jahr auch mal in die anderen Städte gehen. Also ich war Anfang des Jahres in anderen Städten, aber es ist schon echt nicht ohne, wenn man das alleine macht und von Stadt zu Stadt. Deswegen sind wir gerade Klar. überlegen, wie man das anders noch machen kann. Das Team wachsen lassen. Besonders im Süden, weil mir es unglaublich wichtig ist, dass es sowas in Stuttgart auch gibt, in meiner Heimat. Ja. Genau, die Circles gibt es, dann gibt es den Podcast, das ist wie mein Tagebuch, das ist wie, also mein Newsletter und mein Podcast sind wie mein Tagebuch. Echt sowas, da denke ich so, oh, Dani, aber, Ja. wo ich eben solche Geschichten preisgebe, dann auch wundervolle Frauen interviewe, die mich auf meinem Weg inspiriert haben, mittlerweile auch Meditation hochlade. Dann genau habe ich, ja, was ich mich unglaublich freue, dass ich tatsächlich mittlerweile auch im Einzelnen mit Frauen arbeite, also da individuell dann nochmal die Arbeit mache und ja, Vorträge dazu halte, also ab immer mal wieder, wenn sich etwas ergibt, was ich auch schön finde, da so in der Gruppe zusammen zu sein. Ich mache ganz viel mit Lululemon hier in Hamburg, wo es im Dezember auch nochmal eine Meditation, oder im November, glaube ich, war es, eine Meditation geben wird. Genau, also ich versuche auch gerade mehr in dem Thema Medi reinzugehen. Ich habe jetzt im Sommer angeboten draußen. Jetzt ist die Überlegung, wie man das im Winter macht. Und das kann man alles auf deiner Homepage finden oder wo Genau, findet also man die ganzen Infos? genau, ich habe meine Webseite, the circle of wonderwoman.com. Auf Instagram bin ich sehr aktiv, versuche da immer zu posten und Insta-Stories zu machen und wirklich Ja, es ist schon Leute. wichtig, einfach auch, ne, sich sichtbar Ja, zu und auch zu machen. zeigen, was auch hinter den Kulissen passiert, auch bei den Circles. Da auf Facebook gibt es die Seite The Circle of Wonder Woman, auch eine Gruppe, wo eben sich die Frauen austauschen können. Und da bin ich auch aktiv. Und eben dann der Podcast natürlich, The Wonder Woman Podcast. Und das sind so, Ach schön, ja, es ist das schon so reicht, ne? viel. Du, wir manchmal denken wir so, und dann muss ich Ja, noch das das und reicht dann muss ich noch die vollkommen. Karte hinpacken. Es reicht, das kommt alles und manches geht dann wieder und dann kommt es wieder neu. Und ich glaube, in deinem Kopf ist es genauso. Du hast, glaube ich, schon so viele Projekte und so viel Vision, was noch alles kommen kann. Die Vision darf auch erst noch mal da sein, ne? Wir Ja, dürfen uns auch man muss manchmal ausruhen mit dem, was wir schon alles machen, auch ne? stoppen. Ja, total. Also ich muss mich da auch immer stoppen, Ja. weil ich dachte, so viele Ideen habe und mir das so wichtig ist, denkt und dein, nein, Dani, jetzt ganz, ganz Ja. ruhig, Und auch mal das ganz wieder genießen. Also das merke ich auch, ne? Also ich meine, bei dir ist das ja jetzt auch alles super schnell gegangen. Und das Ja. auch einfach mal sacken zu lassen und auch sein Frausein ja auch wieder genießen zu können. Also es ist ja auch sehr, wenn du viel in Projekten und sehr im Plan bist, ist das ja auch sehr eine männliche Energie. Und dann wieder dieses Tanzen und Genießen und dieses Ernten einfach auch mal genießen zu können. Genau, das, was ich gerade wirklich mache, weil ich mich so wieder beim Machermodus erwischt habe und eben auch krank geworden bin. Also ich war jetzt auch krank, und was ich ewig nicht mehr war. Und es war für mich, okay, Ja, Dani, ist wieder so ein Zeichen, ne? Ja, ist bei mir auch so. Wenn mein Magen sich meldet, dann weiß ich sofort, ey, Jenny, es war zu viel, geh mal wieder in deine Weiblichkeit, leb das mal alles und lass mal sacken, ne? Und deswegen war ich auch gerade ruhiger und entspanne mich viel mehr, mache viel mehr für mich. Und ja, und es ist super wichtig, auch zu erkennen. Und es ist genau das, was ich gerade versuche, das alles zu verarbeiten, was im letzten Jahr passiert ist, und das zu sehen und da wirklich das zu genießen und nicht in meiner Zukunft zu sein. Da, das ist Cool, gerade cool. meine Challenge tatsächlich. Ja, und dann kommst du jetzt bald auch zum Reiki, dann gucken wir uns das mal an. Voll Ja. cool. Du, Da freue ich mich drauf. Voll ich schön. Ich habe noch danke ein dir. paar Fragen an dich. Die hat man ja so, wenn man einen Podcast Ich auch. Ich bin lustig. Ich liebe solche Fragen. Oh mein Gott, So, was was kommt? kommt? Was kommt Natürlich. da? Erstmal die
Frage, gibt es ein Buch, was du gerne verschenkst oder was dich sehr inspiriert hat und dein Herz berührt hat? Ich bin ein unglaublich großer Paulo Coelho-Fan. Ich liebe ihn. Der Alchemist ist natürlich ein Klassiker. Was ich von ihm vielleicht sogar einen Tick besser finde, ich muss gerade in meinem Ja, guck mal. Original gucken, die Schriften von Accra. Oh, das kenne ich gar nicht. Schön. Das fand ich, glaube ich, sogar besser. Ist schon lange her. Ich muss noch mal, eigentlich müsste man das nochmal lesen, aber ich finde, Paulo Coelho hat dieses Magische, was mich unglaublich fasziniert. Wenn ich noch ein zweites empfehlen darf zum Thema Loslassen, Ja, sehr gerne. sehr geholfen hat. Ich war da echt, also, ach, da war ich sehe mich da immer auf Bali in meiner Tarzanhütte, wie ich dieses Buch gelesen habe und mir wirklich vieles klar geworden ist. Und zwar ist das von Martha Beck das Polaris-Prinzip. Kann ich sehr empfehlen, da sind auch so kleine Übungen drin. Und das finde ich einfach so ein ganz tolles Buch. Das empfehle ich sehr, sehr, sehr oft tatsächlich. Okay, sehr cool. Das verlinke ich dann auch Ja. nochmal. Cool. Dann gibt es noch eine zweite Frage. Gibt es eine Sache in deinem Leben, die dich die letzten 5 Jahre glücklicher, gesünder gemacht haben und dein Herz bereichert haben? Meditation. Ja, mehr muss man eigentlich nicht sagen, ne? Ja, ich Ja. bin so ein Monkey Mind. Ja. Ich bin so, ich habe manchmal Tage gehabt, ich liege da im Bett und ich kann nicht schlafen, weil mein Gehirn nicht abschalten will. Und ich habe vor tatsächlich 5 Jahren, 4,5 tatsächlich damit angefangen und dachte mir, so ein Quatsch, das kann doch nicht sein. Und habe es gemacht und ich war so fasziniert, wie gut es tut. Und beim Lernen, ich war ja damals im Studium, hat mir das so unfassbar geholfen. Ich konnte mir Dinge viel schneller merken, viel besser behalten. Also wirklich finde ich eine Wunderwaffe. Deswegen unterrichte Ja, ich mittlerweile Meditation auch. ist wie eine Wunderwaffe, Ja. ne? Ich denke auch immer, wer wäre ich, wenn ich nicht meditieren Ja. würde? Und deswegen ist mir das auch so Ja. wichtig, das mehr rauszubringen und dass mehr Ja. Menschen Ja. davon erfahren und das machen und ja, sind toll. Schön. Okay. Gibt es ein Wort oder einen Satz, der dein Leben gerade trägt? Liebe. Wortliebe ist Schön. mein Lebenswort. Ich habe vor ein paar Jahren Ja. gefragt, was ist eigentlich mein Lebenswort? Was beinhaltet dieses Liebe? Weil für mich ist Liebe immer die Lösung für alles. Und mit Liebe sollte man Ja. immer handeln und gegenüber anderen Menschen handeln, gegenüber sich selbst. Das ist das, was mich gerade am meisten trägt, diese Liebe zu mir selbst. Gutes zu tun und eben mal auf Stopp zu drücken und zu sehen, was ich gerade brauche. Liebe. Ach, schön. Ja. Gehe ich voll in Resonanz mit dem Wort. Ah, herrlich. Da geht mein Herz auf. Ach, schön, Dani. So, wovon träumt dein Herz, wenn dein Herz einen Wunsch frei hätte? Einer. Der jetzt vielleicht gerade ganz spontan ein für dich privat oder auch für eine Masse, also. Ich glaube, dass mein größter Wunsch ist, ständig sich inspiriert zu fühlen und andere zu inspirieren. Oh, ja, das ist es. Ach, schön, ja. Gut, dann die letzte Frage, die ich noch habe. Stell dir vor, du packst jetzt deine Sachen und sagst, so, ich habe hier jetzt schon einiges gemacht und ich gehe jetzt 5 Jahre auf eine einsame Insel und ich habe dann erstmal nichts mehr bei mir, kein Handy, keinen Kontakt zu der Außenwelt. Was würdest du den Leuten noch mit auf den Weg geben für deine 5 Jahre, wo du jetzt deine Auszeit nimmst, ein, zwei, drei Dinge, die du Ja. der Welt noch mal sagen möchtest? Fangt an, größenwahnsinnig zu denken. Bin ein ganz großer Fan von dieser Größenwahnsinnigkeit geworden dieses Jahr. Stell dir vor, du würdest nur einen Tag deines Lebens mal größenwahnsinnig denken und wirklich Dinge tun, die du normalerweise sagst, oh, das kann ich doch jetzt nicht machen. Und es ist unglaublich, was passiert, weil ich habe das wirklich mal versucht, und es ist unglaublich, was passiert. Fangt an, größenwahnsinniger zu denken. Ja, das Thema, jetzt kommt es wieder. Liebe,
und wirklich lieber auch gegenüber anderen Menschen. Also vergiss dich auch mal selbst für einen Moment, sondern denk mal, was du für andere tun kannst, ohne etwas zu erwarten, sondern einfach nur zu geben. Einfach das Wort geben, auch das Richtige. Einfach zu geben in die Welt hinaus, alle Menschen, ob du sie kennst oder nicht kennst. Schau dir aber auch bewusst die Menschen, die dir so, so nah sind, genau die sehen wir manchmal so unklar, da zu gucken, dann vertrauen, wirklich, fang an zu vertrauen dem Leben, dass dir alles zustoßen wird, was soll auch, ja, also dass alles zu dir kommt, was kommen soll, und dann eben auch Dankbarkeit und Fülle. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wenn wir aufwachen morgens, uns glücklich fühlen und wirklich diese tiefe Dankbarkeit fühlen für die Dinge, die wir in unserem Leben haben und eben nicht in meiner Zukunft sind und eben nicht im Mangel sind und denken, oh, das will ich haben und ich habe jetzt keinen Freund und ich habe nicht genug Geld und ich habe dies, sondern umzuswitchen und zu sagen, was habe ich? Und dann dir klar zu werden, dass du unfassbar viel hast. Und indem du in diesem Gefühl bist von Dankbarkeit und eben diese Fülle bist, dass du vollkommen bist, wirst du mehr davon anziehen. Das ist unglaublich. Man denkt immer, das ist so Das ist so crazy, verrückt. ne? Wirklich, dann passieren die verrücktesten Dinge, dann kriegst du plötzlich eine Mail von jemandem und denkst, ah, okay. Also wirklich dieses, und du musst auch nicht drei Dinge irgendwo im Journal aufschreiben, sondern wenn du aufwachst und dir einen Kaffee machst oder einen schönen Tee, zu überlegen, hey, was ist gerade wirklich schön in meinem Leben? Und das zu sagen, auch laut auszusprechen, das verändert total deine Emotionswelt und es zieht eben unglaubliche Dinge in deinem Leben. Und dann eben darauf zu vertrauen, dass es auch wirklich so sein wird. Ich glaube, das sind so die Sachen, die ich Oh, ich danke habe. dir. Das ist so, so Alles so für schön. mich, ja. Ja. Und ich merke so, ich weiß nicht, ob du das Gefühl hast, in Hamburg, es wächst gerade so So. dieser Circle, diese Frauen, aber auch die Männer, die wir dadurch mitziehen und die auch in ihrer weiblichen Qualität sein dürfen. Also das ist es ja auch. Männer sind ja häufig nur in ihrer männlichen Qualität und machen da den Macker und ich glaube, wir können hier gerade viel bewegen und es freut mich, dass ich dieses Interview mit dir führen durfte. Ich freue mich, wenn wir uns bald persönlich sehen. Ich freue mich so, so sehr drauf, wirklich. Ich weiß auch, mein Gefühl sagt mir, ach, ich kann es gar nicht so richtig definieren, aber irgendwie so ein ganz, ganz gutes Gefühl. Ja, ich habe ein sehr gutes Gefühl und ich freue mich unglaublich sehr, wenn wir uns persönlich treffen. Du bist jederzeit eingeladen zu einem Wonder Woman Circle und danke dir aus Herzen, dass wir darüber reden konnten, dass ich hier sein darf bei deinem wunderschönen, wundervollen Podcast und ich schicke dir ganz viel Liebe und deiner Community und vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Sie ist unglaublich wichtig und bleib wirklich bei dir und mach das so weiter, wie du es für richtig hältst. Und wirklich, das braucht auch Hamburg, ja. Und die Welt. Und es ist so schön, dass die Community gerade wächst und dass es so viele Menschen gibt, die eben dann solche tollen Sachen machen. Ich danke dir, Dani. Wir sagen Tschüss zu unserer Community, ja? Bis dann. Tschüss. Wow, danke, Dani, dir nochmal. Ich hoffe, euch hat der Podcast, das Interview genauso gut gefallen wie mir. Ich finde, Dani ist eine so inspirierende, strahlende und tolle Frau. Also, wenn ihr in Hamburg seid, mit in den Circles mal gehen wollen, ihren Podcast anhören, all das. Ich verlinke das in den Shownotes. Ich bedanke mich auch bei dir, dass du noch so weit gehört hast. Manchmal hast du mich wahrscheinlich doppelt gehört. Das wird bei den nächsten Interviews anders. Ich bedanke mich bei Dani, ich bedanke mich bei dir. Wenn du irgendwas mir schreiben möchtest, mach das auch gerne, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung dem Podcast geben willst. Mach das auch gerne. Und sonst, wenn du deine Anregung zum Podcast hast, lass es mich persönlich wissen. Jenny@herzzeit-hamburg.de. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Mein Licht grüßt dein Licht. Deine Jenny. Namaste.